Bis heute ist der Austin Healey 100 einer der beeindruckendsten Sportwagen der Klassikerszene. Schon im Jahr 1952, als er auf der Earl Scott Motor Show erstmals dem Publikum präsentiert wurde, begeisterte er die Messebesucher und die Presse gleichermaßen. Und die Bestellungen kamen am laufenden Band. Schon die Optik mit der kompakten Kotflügelform hinten mutet an wie ein gut trainiertes Muskelpaket. Die ersten Austin Healeys wurden später als Austin Healey 100-4 oder BN1 bekannt. Der Name Austin Healey ist zurückzuführen auf die Kooperation zwischen dem Designer der 100er Modelle Donald Mitchell Healey und dem Fahrzeughersteller Austin. Auch die Abkürzung BN hat eine Bedeutung. Das B steht für die Motorisierung und nennt die Hubraumgröße zwischen 2000 und 3000 Kubik, während das N die Karosserieform eines offenen Zweisitzers beschreibt. Die Nummer 100-4 in der Bezeichnung deutet darauf hin, dass der Sportwagen über 100 Meilen pro Stunde schafft. Die 4 steht für die Anzahl der Zylinder. Unter der Motorhaube arbeitet ein rein Vierzylindermotor mit 2660 Kubik und einer Leistung von ca. 90 PS. Diese Daten sorgen bei diesem kleinen Sportwagen mit der Maximalgeschwindigkeit von fast 160 km pro Stunde für großen Fahrspaß. Der Antrieb läuft über ein serienmäßiges Dreiganggetriebe mit umschaltbarem Overdrive. Bereits kurz nach seiner Vorstellung fand der Austin Healey 100 viele Käufer. Die fließende Form mit der elegant langgezogenen Motorhaube und dem kurzen, abgerundeten Heck sorgte für Begeisterung. In den Produktionsjahren von 1953 bis 1955 wurden beachtliche 10.688 Exemplare des BN1-Modells gebaut. Im Originalzustand wie das hier gezeigte Modell sind nur noch sehr wenige Fahrzeuge erhalten.